Wer verdreht den Hadith? Der sagt, der Hadith, den nehmen wir so, wie er dort steht. Oder derjenige, der aus wo ist Allah macht, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Wer verdreht den Hadith? Bin ich im falschen Film? Dort steht, wo ist Allah? Und er sagt, das heißt aber nicht, wo ist Allah? Das heißt, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Wer hat den Hadith verdreht? Wer hat ihn verdreht? Sie oder die? Welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Wallahi, geh in die arabischen Länder und frage 1 Million Araber, wo ist deine Mutter? Da wird keiner auf die Idee kommen, dir zu antworten, Fisama, hoch im Himmel, weil sie eine hohe Stellung bei mir im Himmel, im Herzen hat. Oder keiner wird sagen, hier, Ahabbun Nasi Ilayya. Hier ist der liebste Mensch, den ich habe. Keiner wird das sagen, sondern wird zu dir sagen, meine Mutter, die ist bei mir zu Hause. Egal wo du bist, ob du in Jemen bist, in Saudi-Arabien bist, in Jordanien bist, in Syrien bist, in Marokko bist, in Mauretanien bist, egal wo du bist, du fragst, wo ist deine Mutter, wo ist dein Vater, wo ist der Präsident, einer Kava, einer Hua, einer Hava, einer Sayara, er wird dir immer sagen, es steht dort und dort und dort oder es ist da und da. Und keiner wird zu dir sagen, As-Sayara, anuhibu Sayarati, ich liebe mein Auto. Es ist also eine absolute Frechheit, was hier aus den Hadithen des Propheten Muhammad SAW gemacht wird. Und ein Zeichen davon, dass diese Menschen den Hadith nicht lieben. Und Wallahi, du siehst es an dem Video. In dem Video, du musst es dir anschauen, was sagt er dort? Er kriegt es nicht über die Lippen, dieses Wort zu sagen, Ein Allah, am Anfang. Er sagt, der Prophet SAW sagt, besagt dort ein Wort, was darauf hinweisen könnte, dass Allah in der oberen Richtung ist. A'udhu billah. Kannst du dir das vorstellen? Der Prophet sagt dies und er sagt, ja, der Prophet sagt dort ein Wort, was darauf hindeuten wird, dass Allah in der oberen Richtung ist. A'udhu billah. Kannst du dir das vorstellen? A'udhu billah. Und wir sagen, Ein Allah. Wenn du einen Habashi fragst, Ein Allah, sagt er, Leysa fi dakhil al-alam, wa leysa fi kharij al-alam, wa leysa munfassilen an al-alam, wa leysa mutassilen bil-alam. Der ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt von der Welt und nicht verbunden mit der Welt. Dann fragen wir, ist das die Antwort von der Jariya gewesen? Wo der Prophet gesagt hat, Atikha fa inna mu'mina, lass sie frei, denn sie sind die Gläubige. Nein. Die Antwort der Jariya ist, Fi Sama. Und das ist unsere Antwort. Und deswegen sind wir Kuffar. Ich frage, wer hält strikt an Koran und Sunna fest, Zeichen der wahren Gruppe, und wer verdreht die Woche, Zeichen 2 von der falschen Gruppe? Wer? Wer? Müsste jedem klar sein. Und noch etwas, selbst wenn das eine Frage nach Mekkaner wäre, darauf antwortet man nicht mit Fi Sama. Es ist eine klare Verdrehung. Und das sieht nur derjenige nicht, dem Allah sein Herz blind gemacht hat. Dass eventuell ein Hadith Nasikh und einer Mansuch ist. Dass einer abrogiert und einer ist abrogieren. Zum Beispiel, es gab eine Regel am Anfang und diese Regel wurde außer Kraft gesetzt. Dann ist ein Hadith Shath. Selbst wenn die Überlieferungskette stark ist. Shath heißt unnatürlich und das ist eine Art von einem schwachen Hadith. Aber das ist nur, wenn der eine Hadith stärker ist. So, jetzt. Normalerweise, ich habe gehofft, dass er damit versucht zu argumentieren. Er bringt dann ein Hadith aus Muwatta al-Malik und wir haben Muwatta al-Malik hier. Wir schauen gleich mal nach, was dort steht. Weil das macht besonders viel Spaß, wenn die Ahbash etwas zitieren aus Büchern und wir haben die Bücher zur Hand und können dann einfach mal nachschlagen, was wirklich da drin steht. So, hier ist es folgendermaßen. Sie kommen dann oft mit dem Argument, sagen, Imam Shafi hat gesagt, لا أعلم بارك كتاب الله كتاب أصحح من موطأ الملك. Ich kenne nach dem Buch von Allah kein Buch, das authentischer ist als Muwatta von Imam Malik. Damit wollen sie sagen, guck mal, Muwatta ist stärker als das Buch Sahih Muslim. Und damit versuchen sie dann oft, die Leute, die kein Wissen haben, zu veräppeln. Er sagt, ja, guck mal, Imam Shafi hat das gesagt, also Muwatta al-Malik ist stärker. Aber Ibn Hajar al-Haytami, al-Ash'ari, den sie als großen Gelehrten schätzen, der sagt in seinem Buch,
Fathul Mubin auf Seite 55. Hada qabla dhuhurihima. Dies ist, bevor diese zwei Bücher aufgetreten sind. Wa ba'da ma dhahara kana haqqa bidhalika wa aula. Aber nachdem sie aufgetreten sind, haben diese beiden Bücher, also Bukhari und Muslim, eher das Recht darauf, die stärksten Bücher zu sein. Das heißt, wenn ein Hadith in Sahih Muslim einem Hadith im Muwatta widerspricht, dann heißt das nicht, dass jetzt der Hadith in Sahih Muslim schwach ist. So. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Muwatta al-Malik und wir gucken mal. Es muss erwähnt werden, Imam Malik ist ein Mensch, kann Fehler machen, aber Imam Malik überliefert in seinem Buch nur Hadithe, die er als authentisch ansieht. So. Und da lesen wir den Hadith 1254. Dort steht, Umar al-Hakam, ich ging zum Propheten und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe ein Sklavenmädchen, die meine Schafe hütet. Als ich zu ihr ging, habe ich gesehen, dass ein Schaf fehlte. Sie hat mir dann gesagt, dass der Wolf es gegessen hat. Ich wurde wütend. Und dann, ich bin ein Mensch, dann habe ich ihr ins Gesicht geschlagen. Muss ich einen Sklaven befreien oder sollte ich sie selber befreien? Daraufhin sagte der Prophet, wo ist Allah? Das heißt, dieser Hadith ist auch in Muwatta al-Malik. Das heißt, Imam Malik sieht diesen Hadith auch als stark an. Und er liefert nur Hadithe, die er als stark ansieht. Warum verheimlicht der Habashi, dass dieser Hadith auch im Muwatta al-Malik steht? Zeichen von Alun Bida Nummer 1. Dann geht's weiter. Sie sagte auf dem Himmel, er sagte zu ihr, wer bin ich? Sie antwortet, du bist der Gesandte Allahs. Er sagte, lass sie frei. Jetzt. Hadith 1255, das ist das 370. Kapitel in Muwatta al-Malik, das Kapitel der Sklavenbefreiung. Jetzt, 1255, jetzt hört mal zu. Wie war die Geschichte eben? Er hat sie gesehen, ein Schaf war weg, hat sie geschlagen. Sie war ein Sklavenmädchen. Jetzt was kommt? Jetzt kommt er mit einem schwarzen Sklavenmädchen und sagt, Apostel Allah, ich muss einen muslimischen Sklaven befreien. Hier hat er gesagt, muss ich einen Sklaven befreien? Hier kommt er mit einer schwarzen Sklavenmädchen. Ja? Und hier kommt er mit was? Und hier wird übrigens der Name von demjenigen überliefert. Hier nicht. Hier kommt er mit einem schwarzen Sklavenmädchen, dort nicht. Hier sagt er, muss ich einen Sklaven befreien. Dort sagt er, ich muss einen muslimischen Sklaven befreien. Dort sagt er, muss ich einen Sklaven befreien. Ja. Dann sagt er, wenn du denkst, dass sie eine Gläubige ist, dann lasse ich sie frei. Das hat er dort nicht gesagt. So. Und dann geht's weiter. Dann sagt er, bezeugst du, dass es keinen Gott gibt, außer Teshadina illa 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 wa. Das heißt, dieser Hadith ist ein anderer Hadith als der eine Hadith. Das sind zwei verschiedene Hadithe. Und was machen diese Leute? Sie versuchen, mit einem Hadith, den einen Hadith schwach zu machen. Warum? Wieder der Punkt, weil dieser Hadith, Ein Allah, nicht in ihre Akida passt. Er widerspricht der Akida der Abesh. Ganz klar. Außer bei Verdrehung 83 Grad. Ich frage die Abesh, was wollen die Abesh sagen gegen einen Ahmadi, der sagt, Allah sagt im Koran, Khatimun Nabiyin, letzter Prophet. Aber mit Khatimun Nabiyin ist nicht der letzte Prophet gemeint, sondern damit ist gemeint, der Ring an der Hand, so wie der Ring der Hand die Hand verschönert, so ist damit gemeint, der Prophet sallam, verschönert das Prophetentum. Was will der Habashi gegen den sagen? Nix, kann ich sagen. Was will der Habashi sagen gegen einen Ahmadi, der sagt, zu dem Hadith, wo der Prophet sagt, Anna Akhiru Nabiyin, ich bin der letzte Prophet, der zu ihm sagt, ja, damit ist gemeint, der Prophet ist der letzte gesetzgebende Prophet. Was will er gegen ihn sagen? Die Verdrehung, die er betreibt, ist noch schlimmer. Er macht aus, wo ist Allah, macht er, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Das heißt, der Ahmadi hat ein Wort verfälscht, der hat da drei Worte genommen. Der Ahmadi hat gesagt, der letzte gesetzgebende Prophet, der hat nur gesetzgebende Prophet genannt. Der hat gemacht, von wo ist Allah, hat er gemacht, welche Stellung hat Allah in deinem Herzen? Was will er ihm sagen? Verdrehung, das soll die Rechtleitung sein, subhanallah. Jetzt,
das, und übrigens, dass das zwei verschiedene Hadithe sind, das erwähnt auch wer? Ibn Hajar al-Asqalani und Imam Shafi, Buchrisala, erwähnt, dass Imam Malik sogar einen Fehler gemacht hat bei dem Hadith, Ein Allah, dass er einen falschen Überlieferer gewählt hat, dass das nicht Umar ibn Hakam ist, sondern Muawiyah ibn Hakam. Das nur dazu. Und keiner hat gesagt, dieser Hadith ist schwach, sondern sie haben ihn alle akzeptiert, ohne dass einer gesagt hat, Vorsicht, nicht an diesen Hadith glauben. Imam Malik schreibt ja auch nicht, Vorsicht, diesen Hadith nicht glauben. Ich dachte eigentlich, Imam Malik hätte mehr Sorge um die Gläubigen als die Ahbash. Aber anscheinend scheint das nicht so zu sein. So. Da fragt man sich, an welchen Sunna glauben diese Menschen? Nur an das, was ihnen passt. Und das sagen sie uns. Wir sagen das, was dort steht. Da sagen sie, was ist dann die Antwort auf? Ja, aber wenn ihr sagt, Allah ist über den Himmel, dann habt ihr in einen Ort, wenn dann, in die Mülltonne werfen. Wir sagen, Allah ist über unsere Vorstellungskraft unvorstellbar. Punkt. Ende aus. Und noch etwas, genau, habe ich auch noch vergessen.